Ein Angriff auf eine Joggerin im Park alarmiert jetzt Tom Meyer und Gino Meyer. Die junge Frau ist offenbar von der Attacke völlig traumatisiert. Guten Tag. Hallo. Meyer. Hallo. Sie haben angerufen, ja? Ja. Die ist da total verängstigt auf den Boden gekommen. Wir haben jetzt die Meldung gekriegt, Körperverletzung. Haben Sie sie so angetroffen? Haben Sie irgendwas beobachtet? Haben Sie irgendwas gesehen? Also normalerweise geht meine Schwester ja immer lang joggen und kommt danach nach Hause. Und heute kam sie nicht zur gewohnten Hallo? Zeit. Hallo? Und ich habe sie jetzt total verängstigt. Wie heißt Ihre Schwester? Lola Kraft. Lola Kraft? Lola? Lola, hörst du mich? Sie hatte auch Brandverletzung. Haben Sie schon mal einen Krankenwagen? Habe ich gerufen, ja. Haben ja. Sie gerufen? Also, sagen wir mal, wo der bleibt, Gino. Ja. Hallo, für die 1628, ja, wo bleibt der RTW? Wenn halt Sie mal von der Erde hochkriegen, sollen wir es mal probieren, dass sie mal von dem kalten Boden hochkommt. Völlig verängstigt. Ja. Und ich weiß halt nur, dass sie eine panische Angst hat vor lauten Knallgeräuschen. Ja, ja. Und da hinten lagen Feuerwerkskörper. Können Sie das zeigen? Phobie oder was sogar? Ja. Okay. Deswegen habe ich Sie jetzt dazu gerufen. Wo waren diese Feuerwerkskörper? Sie mal dabei, legen Sie mal die Hände auf Sie drauf, sie das beruhigt vielleicht. Sie können mir das zeigen, wo war das? Da? Ah ja, ich sehe es schon. Ja. Ah ja, hier. Ja. Das sind so Silvesterknaller, ne? Das ist alles frisch, ja, das sind ja. Silvesterknaller. Aber ist alles frisch, ne? Das kam mir sehr verdächtig vor. Ja. Ja, ist noch warm. Das ist der RTW, weil die sehen ja unser Fahrzeug. Laut ihrer Schwester leidet die junge Frau seit frühester Kindheit unter der Phobie. Geräusche wie ein platzender Luftballon versetzen die 28-Jährige in einen akuten Schockzustand. Was hat sie noch gesagt, Gino? Der Rettungsdienst Köln. Also, hallo. Die Schwester hat jetzt gar nichts gesagt, bis auf dass das schon mal gewesen ist. Und wenn der Vorfall da ist, ist sie auch total verkrampft, in sich gekehrt. Da kommt keiner kriegt sie da so wirklich raus. Ach, guck mal hier, die Jungs kriegen da einen richtigen schönen Draht zu. Wunderbar. Okay, aber jetzt, sie konnte keinen dabei beobachten, sie hat nichts gesehen. Okay. Na? Das ist die Joggingstrecke. Das heißt, sie kommt hier regelmäßig, richtig? Ja, sie kommt hier regelmäßig vorbei. Okay. Entschuldigung, darf ich Sie mal gerade stören? Frau Kraft. Kraft. Ihre Schwester läuft regelmäßig diese Strecke. Ja, genau hier lang. Ja, also die geht mehrmals die Woche lang und normalerweise kommt die immer zur gewohnten Zeit nach Hause. Gibt es denn irgendjemanden, der irgendwas gegen ihre Schwester haben könnte oder sowas? Nein, diese total beliebte Person. Wir können uns doch mal hier umschauen. Die Jungs halten uns schon mal den Rücken frei. Ja. Sie bleiben bei Ihrer Schwester? Ja, wunderbar. Wir gucken uns hier im Bereich um, wir kommen dann zu euch, ja? Ja. Wir kommen zum Fahrzeug. Ja. Boah, das sieht doch schon viel besser aus als gerade, als sie ankam. Ja. Die Beamten vermuten, dass es jemand gezielt auf die Joggerin abgesehen hat. Möglicherweise wusste der Täter von der Phobie und wollte die 28-Jährige absichtlich erschrecken. Da ist gerade ein Qualm. Komm, tu mal einen kleinen Gang rein. Lassen Sie das dann. Hey, so, stopp. Hey, du hast mitgekriegt, dass hier die Polizei ist. Ja. So, jetzt gehen wir mal gerade darüber. So. Wir haben nichts gemacht. Ist alles super. Ja, sah mir aber nicht so noch aus, als wenn er da freiwillig alles mitmacht. Geh mal zu deinem Kumpel darüber. Ein Spielchen hier. Ist das, wessen Wagen ist das hier? Meiner. Hier. Was brennt hier? Die haben da Büro oder so was reingeworfen. So ein Böller oder was? Ja, so ein Böller. Er soll also die Jungs, die hier mit den Böllern rumwerfen. Okay. Die Ausweise bitte. Was ist das hier? Ich hab keinen Ausweis Geld. Dabei. Danke. Beide keinen Ausweis dabei. Nee, so, kurz rüber am Baum. Ah. Hey. Das war keine Bitte, okay? Du bleibst schön hier. Ich habe keinen Bock, hinter dir herzurennen und dich lang zu machen, okay? Da an den Baum ran. So, Sie bleiben kurz mal stehen. Durchsuchung alleine. So. Keine Faxen machen, ja? Hände an den Baum. So, haben Sie irgendwas Spitzes dabei? Irgendwas Gefährliches, wo ich mich stecken oder verletzen könnte? Nicht, dass Sie wüssten. Gleiche Frage an Sie. Nö. Nichts in den Taschen. So, die Hände an den Baum. Wir versuchen hier Ausweise aufzufinden, weil die beiden können sich nicht legitimieren. Und ich habe hier auch noch mal einen Geldbeutel aufgefunden. Ich gucken Sie mal, ob ich noch irgendwas anderes finde. Gucken Sie mal, ob Sie da einen Ausweis vielleicht drin finden. Okay. Wenn Sie sich vielleicht etwas bemühen. Oh, da haben Sie aber Glück. So. So, ich frage die beiden ab, ja? Gehen Sie darüber. So, wir haben eure Personalien. Jetzt noch abzuhauen ist totaler Quatsch. Ne? Arno, für die 1628. Macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. So. Ja, ganz erstens. Auch wenn das ein Obdachloser ist und für euch die Sachen in dem Korb vielleicht nicht so wertvoll erscheinen. Franzen.
A, moralisch, absolute unterste Kante. Ja? Mit solchen Leuten macht man keinen Spaß, die haben im Leben genug erlitten. B, strafrechtlich müsst ihr euch für eine Sachbeschädigung verantworten. Wir haben noch nichts gemacht. Ja, ihr habt nichts gemacht, ihr habt den Wagen in Brand gesetzt mit Knallkörpern. Das waren wir nicht. Ja, wer hat die denn ineinander reingeschmissen? Keine Ahnung. Kommen Sie noch mal zu uns? Ja, mit Gino, beide negativ. Beide negativ, alles klar. So, haben Sie gesehen, wie die Jungs die Knallkörper in ihren Wagen geschmissen haben? Ja, habe ich gesehen. Ich stand ja daneben direkt. Wir standen direkt daneben und haben gesehen, dass die zwei die Knallkörper da reingetan haben. Gesehen. So. Vielleicht ist der Herr auch dement oder so, aber ich habe nichts gemacht. Ja, nicht so, das kann der Ermittlungsdienst auch übernehmen, das ist uns relativ wurscht. Wir schreiben auf jeden Fall eine Anzeige, Sie wollen einen Strafantrag stellen, nehme ich mal an. Ne? Haben Sie immer auch einen Ausweis da? Ja. Wir nehmen schon mal die Daten auf. Ihre Daten sind soweit aufgenommen, das können Sie haben. Ist das überhaupt der richtige Ausweis? Jungs, irgendwie habt ihr die Lage noch nicht ganz gepeilt. Ja? Ihr müsst euch jetzt vor Gericht verantworten. Ja, ihr werdet wahrscheinlich irgendwelche Sozialstunden schieben können oder ähnliches. Weil hier ist eine ganz klare Tatsache. Wir sehen, dass das Ding gefackelt hat. Und er hat gesehen, dass ihr die Knallkörper da reingeschmissen habt. Vielleicht kapiert es jetzt mal so langsam. Ja? Da werden schönen Arsch voll Sozialstunden auf euch zukommen. Vielleicht versteht ihr die Sprache etwas besser. Nehmen Sie die Hände aus der Tasche. Ja? Wir haben noch gar keine Knallkörper. Die sind nicht von uns. Wo habt ihr denn die Knallkörper her? Ja, da hinten aus dem Gebüsch haben wir die gehabt. Da war ein Rucksack. Im Gebüsch dann Rucksack, da habt ihr die gefunden. Ja, da haben wir die rausgenommen. Also ihr habt die gar nicht besorgt oder was, sondern habt ihr hier rein zufällig gefunden und habt gedacht, nehmen Sie mal raus, machen wir ein Späßchen mit. Ja. Was ist mit der Joggerin? Welcher Joggerin? Davon wissen wir wirklich nichts. Die Teenager beteuern, dass sie mit der Attacke auf die Joggerin nichts zu tun haben. Stattdessen führen sie Gino Meyer und Tom Meyer zu dem Gebüsch, hinter dem sie die Tasche gefunden haben. Dort entdecken die Beamten allerdings nicht nur Feuerwerkskörper. Guten Tag, Meyer. Oh, Sie brauchen aber Scheiße aus. Alles klar, alles klar. Komm, Scheiße, komm. Kommen Sie mit. Nimmst du den Rucksack mit? Ja, mit. Ja, hast du? Ja. Oh, der kann ja kaum laufen. Komm. Hallo. Ich hol den Rucksack gleich nach. Ja. Den bringen wir erstmal zu den Sanis. Mein Hand. Da vorne ist ein Krankenwagen. Jungs, könnt ihr mal gerade rüberkommen? Gleich wird Ihnen geholfen, ja? Ja, das wird gleich versorgt, ja. In der späteren Sachverhaltsaufklärung konnten wir einen jungen Mann feststellen, der sich stark an der Hand verletzt hatte. An dem jungen Mann hatten wir hier diesen Rucksack aufgefunden. In dem Rucksack befanden sich doch reichlich von den schweren Polenböllern. Und der Mann hatte sich dadurch verletzt. Letztendlich konnten wir so voll feststellen, wer dem Mädchen hier Schaden zugefügt hat und wer die Knallkörper geworfen hat, wer fürs Knalltrauma bei der jungen Dame verantwortlich war. Einmal die Platz sehen, bitte. Wie ist das? Hey, krieg dich ein! Ruhig, bitte helfen Sie mir. Kennen Sie sich? Ja, das ist unser alter Nachbar. Wer ist das? Der alte Nachbar? Ja. Bitte. Okay. Einmal hier Platz nehmen, bitte. Geht's Ihnen soweit gut? Ziehen Sie das am besten über, es ist kalt hier. Sie zittern noch am ganzen Körper. Ich bin zwar kein Arzt, aber da sehe ich. Okay. Ja, das heißt, Sie kennen sich. Hey, kriegen Sie sich an! Ja, bin ich gerade. Hallo! Ich bin ein Jahr im Knast, das war die Hölle. Und jetzt zerfetzt du mir die Hand oder was? Ganz ruhig. Miststück! Ganz ruhig. Ich mach kurz mal zu, ja? Komm, Tom, klär mich mal eben auf. So. Der junge Mann ist ein Nachbar von euch, richtig? Oder der ehemalige Nachbar? Jetzt sind so weit wieder gut. Jetzt sieht das schon ins Gefängnis. Genau, klären Sie mich auf. Was ist da los? Wie stehen Sie in Verbindung? Der scheint ja richtig sauer auf Sie zu sein. Ja, also vor 2 Jahren, er war halt mein Nachbar gewesen und ich habe halt gesehen, wie er unseren älteren Nachbar angegriffen hat und ich wurde halt als Zeugin vorgeladen. Und dann kam er halt deswegen ins Gefängnis. Das heißt, Sie haben gegen ihn ausgesagt und dann kam er ins Gefängnis aufgrund dieser Aussage, Zeugenaussage. Ja, das ist ja ganz klar eine Rache. Dann hat er ein Motiv. Mal, Jungs, ist das der Rucksack, den ihr gefunden habt? Ja. Ja, guck mal hier. Okay. Der ist rappelvoll mit Knallkörpern. Gut, dann könnt ihr abdampfen, wenn ihr wollt. Gut. Alles klar noch. Tschüss, danke noch. So, Herr Heller, richtig? Richtig. Herr Heller, Sie sind ja soweit versorgt, habe ich jetzt von Kollegen gehört. Wir müssen kurz mal mit Ihnen reden. Wir haben da jetzt neben Ihnen einen Rucksack aufgefunden. In dem Rucksack haben wir etwas gefunden, was nicht legal ist. Gut, ja. Was nicht legal Jede Menge ist. Böller. Ja.
Hat sie auch verdient. Hat sie verdient? Hat sie verdient. Warum hat sie das verdient? Weil sie es verdient hat. Ja? Wegen ihr war ich ein Jahr lang im Knast und das kleine Mischstück hat Angst vor lauten Geräuschen. Und natürlich habe ich das ausgekundschaftet. Und natürlich wusste ich genau, dass sie da vorne joggen geht. Alles klar. Und natürlich hat sie es verdient, diesen Böller am besten in die Fresse zu kriegen. Okay, okay. Okay? Alles klar. Ich fahre mit euch mit, ja, weil der ist, okay. Wir wissen ja. Aber eins muss man wirklich sagen, ne? Er ist nicht in den Knast gegangen wegen ihr, sie hat nur die Aushalt, sondern sie haben doch was gemacht, sonst wären sie nicht... Was hab ich denn noch gemacht? Ja, das weiß ich ja nicht, aber sie haben ja nicht umsonst ein ganzes Jahr im Knast gesessen, sondern wegen einer Tat, die sie vorher ausgeübt haben. Und warum muss dieses kleine Fütchen sich dann da hinsetzen und sagen, ja, er war das, den habe ich gesehen, weil sie bescheuert sind, oder was? Sie haben doch den Scheiß gebaut, nicht sie. Soll ihr den eigenen Scheißkram sich kümmern? Also mit ihm hat eh keinen Zweck. Alles klar. Der Heller ist polizeilich einschlägig bekannt wegen Gewaltdelikten und auch Eigentumsdelikten. Jetzt hat er wieder zu einem Gewaltdelikt gegriffen, muss man schon fast sagen. Dafür wird er sich verantworten müssen, wegen einer Körperverletzung. Ja, gefährlichen Körperverletzung sogar, eben weil er die Knallkörper verwendet hat. Ich denke mal, das Gericht wird hier nicht ganz so glimpflich bei den Vorstrafen mit ihm umgehen. Sie sind versorgt, Sie kommen gut nach Hause jetzt. Ja, Sie kümmern sich um Sie, ja, passen noch ein bisschen auf. Vielleicht hat er noch irgendwelche Nachwirkungen oder irgendwie sowas. Packen Sie es ins Auto ab nach Hause. Und erstmal wieder zur Ruhe kommen. Dankeschön. Ne? Ja, alles Gute. Danke. Der Täter wird sich vor Gericht verantworten und erneut eine Gefängnisstrafe verbüßen müssen.